Die Bilanz von Facebook dürfte Konzerngründer Mark Zuckerberg gefallen. Die Anleger sind jedenfalls begeistert. Der Umsatz ist im zweiten Quartal um mehr als 50% auf 1,8 Milliarden Dollar gestiegen. Der Nettogewinn beläuft sich auf 333 Millionen. Die Erwartungen der Analysten hat Facebook damit klar übertroffen. Der Wachstumskurs spiegelt sich in allen Bereichen wider. Das soziale Netzwerk hat die Zahl der aktiven Nutzer um 20% gesteigert. Außerdem hat Facebook neue Werbekunden gewonnen. Ohnehin ist Facebook auf dem wichtigen Werbemarkt jetzt deutlich besser unterwegs. Das gilt auch für das Geschäft mit Werbung auf mobilen Geräten. Der Anteil des Segments an den gesamten Werbeeinnahmen ist um über 40% nach oben geklettert. Tendenz steigend. Grund für die deutlichen Verbesserungen ist laut Konzernangaben das Investitionsprogramm der vergangenen Quartale. Mark Zuckerberg sieht die Zukunft in den mobilen Geräten. Schon bald soll hier der Umsatz größer sein als über normale Computer. Ohnehin ist laut Zuckerberg die Anziehungskraft von Facebook ungebrochen. Berichte über schwindende Nutzerzahlen unter Jugendlichen dementiert er. Die Fortschritte von Facebook sind jedenfalls unverkennbar. Gerade im Geschäft mit mobilen Geräten hat der Konzern deutlich zugelegt. Die Zahlen für das zweite Quartal haben die Experten durch die Bank überzeugt. Eine Entwicklung, die Firmengründer Zuckerberg gefallen dürfte.